viele Jahre voll funktionsfähig, aber dennoch nicht mehr betriebsfähig stehen. Und dann folgte man einem Bundestagsbeschluss und es folgte der Abriss des Palastes der Republik. Es soll ja nach dem Abriss des Palastes der Republik das alte Berliner Stadtschloss neu entstehen, was ursprünglich schon einmal im 17. Jahrhundert hier am rechten Ufer aufgebaut wurde, das Ganze nach den Entwürfen des damaligen Baumeisters Andreas Schlüter. Im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört, hatte die damalige DDR-Regierung 1953 aufgrund der Zerstörung und auch zum Teil aus ideologischen Gründen abreißen lassen. Der Wiederaufbau des alten Stadtschlosses frei finanziert soll ca. 800 Millionen Euro